So, meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ja, wir wurden letztes Mal ziemlich überfallen. Wobei ich nicht so ganz verstehe, wieso. Verstehe ich echt nicht. Letztes Mal war ich genauso weit von den Quests her, beziehungsweise, ja, eigentlich hatte ich wirklich, ich war wirklich genauso weit. Und dann wurde ich von denen nicht überfallen. Ich konnte mit ihnen reden. Aber jetzt komischerweise nicht. So, und wir beschwören jetzt hier bei ein beschworenes Vieh Nummer 4. Also Rang 4, einfach nur weil mein Eber zu wenig aushält. Spell Breach, Remove Disease, Mass Blindness, Deafness, Slow, Charm Monster Scene, Invisibility Fear, Phantasmal Killer, Cloud Kill, Resurrection, Finger of Death. Lesser Spellmantel. Was machst du? Creates a barrier around the castle that absorbs all incoming spells and spell-like abilities. Okay. Nein. Brauche ich nicht. Polymorph Self. Neutralize Poison. Invisibility. Invisibility cast mir jetzt. Weil werde ich gut gebrauchen können. So, dann gehen wir doch mal zurück. Zahlen 150 Gold. Ich zahle lieber ein bisschen Gold, anstatt dass ich hier... Und wo sind die jetzt? Wood? Okay, wo sind die? Hallo? Also jetzt bin ich hier aber überrascht. Ah, da. So, ich will nicht dich, ich will dich casten. Jawohl. Und am besten noch einen Slow. Ich bin aber ziemlich nah dran. Sneak Attack. Casten. Jawohl. Nächster Zauber. So, Finger of Death. Einfach nur, weil wir es gleich zweimal machen können. So, er ist verletzt. Schon mal etwas. Jawohl! Aber das waren nicht alle. Es waren vier. Es gab vier Typen. Und es waren gerade zwei. Ich habe einen Kriegshammer bekommen. Wow. Das können nicht alle gewesen sein. Wo ist denn der Rest? Es sind vier Typen. Und ich habe gerade nur zwei gekillt. Das kann nicht deren Ernst sein. Wow. Gut. Ich rede lieber mit einem Reh. Anstatt dass ich weitermache. Gut, ne? Vielleicht finde ich die ja noch irgendwann mal. Da gehen wir später hin, weil ich weiß schon, was es da gibt. Könnte vielleicht interessant werden, aber wenn man halt, ja, direkt dort weitermacht. Also finde ich jetzt. Weil ansonsten weiß man, was dann da vor sich geht und dann bricht man sozusagen einfach ab und das ist nicht so geil. Meiner Meinung nach. Ich meine, ich kann da jetzt auch... Ich könnte euch jetzt auch verraten, was da gibt, aber das wäre ja auch doof. Ja, Spoiler möchte ich hier keine geben. Das könnt ihr schön vergessen. Aber ich muss hier tauschen. Was bist du? Remove Disease. Okay. Da ist ein Polarbär. Taste my savage fury! Polarbär. Was möchtest du? Polarbär ist tot. Habe ich irgendwas zum Heilen? Potion of Heal, Lesser Restoration, Potion of Antidote. Yes? Is there something? Never mind. So.
geht sein Leben überhaupt hoch? Sieht nicht so aus. Also das ist jetzt auf jeden Fall hochgegangen, aber ziemlich wenig. Wow. Also wie viele Potions muss denn der schlucken? Gut, das sind jetzt auch nur die für leichte Wunden. Ja, der hatte schon einiges mehr als nur leichte Wunden. Aber trotzdem, das ist eine Menge, was er da schlucken musste. So, was gibt's denn hier oben? Noch ein Reh. Eine Feuerstelle, da gibt's eine Höhle. Und ein Worg. Okay, und tot ist er. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass ein Borg etwas anders sieht, aber anscheinend nicht. So, in die Höhle will ich noch nicht gehen. Ich will mich hier erstmal ein bisschen außen erkundigen. Schauen, ob es hier noch irgendwas gibt, was man finden kann. Was vielleicht einem helfen könnte. Oder vielleicht einfach mal wieder die zwei zu finden, die irgendwo sein sollten. Ey, ich muss echt bei mir die Hexerstufe hochbringen. Diese Spinne ist echt angenehm. Hätte ich vielleicht als erstes hochbringen sollen, den Hexer. Weil ich bin ja im Moment hier Hexer und roter Drachenlehrling. Ich hätte vielleicht direkt den Hexer hochmachen sollen. Oh, Zombie-Krieger. Noch mehr Zombies. Was ist denn da? Was haben wir denn hier? Hier ist Gravekeeper. Okay. Power Attack Mode deactivated. Nein. Nein, 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 nein. Du folgst mir, du wirst das nicht angreifen. Du auch nicht. Ihr sollt das nicht angreifen, die lassen wir da noch. Oder gibt es einen Zombie? Da ist ein Zombie, der angreift. Okay. Wir gehen da mal rein. So. Caretaker. Good day. Was ist das? Sieht sauber für mich. Sieht so sauber aus wie sie. Das. I'm left to wonder what you're doing in my graveyard. Ja, das lässt mich darüber wundern, was du in meinem Friedhof tust. Dein Friedhof? Ja, mein Friedhof, verdammt. Du denkst, diese alten Steine putzen sich selbst? Ha? Es ist ein ziemlich kleiner Friedhof, ist es nicht? Weil, naja, sie haben den Friedhof innerhalb der Stadtmauern gemoved, Mr. Schlauhose. Ja, Schlaumeier halt. Keiner kommt mehr hierher. Nicht, dass es mich stört. Oh, aber wenn sie wüssten, hehe, mein kleiner Friedhof hat seine Geheimnisse. Oh ja, das tut er. Du bist ein Loon, das weißt du? Du denkst so, hm? Es ist einfach so, dass sie einen von den ältesten Mitgliedern der Arkanen Bruderschaft genau hier vergraben haben. Was ist die Arkane Bruderschaft? Was? Du weißt es nicht? Bei Karl Glittergolds glitzerndem Hintern. Was für eine Art Abenteurer bist du? Die Arkane Bruderschaft ist Laskens größte Organisation von Magiern, welche sich in den höchsten Turm in der Stadt verschanzt haben. Sie kontrollieren Luskan. Aber das ist ein Geheimnis, also psch. Also was ist dann so interessant daran, dass es von ihnen hier vergraben ist? Das ist sehr interessant, weil sie the carved out whole tomb. Das ist sehr interessant, weil sie ein komplettes Grab unterhalb des Mausoleums ausgebuddelt haben. Voll von Magie und allem. Oder so wurde es mir gesagt.
Du warst noch nicht da unten? Oh, nein, 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 nein. Ich habe den Schlüssel natürlich. Hier ist nur, naja, Zombies sind da unten und sowas. Sie kommen von Zeit zu Zeit mal hoch. Das ist, warum ich das Mausoleum verschlossen halte. Und der Schlüssel. Zombies. Oh, ja. Sie waren jetzt für eine Zeit lang ziemlich unruhig. I imagine what's wrong. Ja, ich denke, es ist einer von diesen Magiern da unten. Bin der noch nicht so tot ist, wie er sein sollte. Du weißt, wie es funktioniert. Und das macht dir keine Angst? Wir Aufpasser werden nicht so leicht verängstigt. Nebenbei, ich denke, dass. I imagine that fellow's busy with his books. Ich denke, dass der Typ mit seinen Büchern beschäftigt ist. Er wird mich für eine Zeit lang nicht stören. Was für Bücher? Oh, habe ich Bücher gesagt? Nein, habe ich nicht. Ich sagte, er wird mit seinem Aussehen beschäftigt sein. Ja, das ist es. Diese Untoten sehen fürchterlich aus, weißt du? Okay, raus mit der Sprache, du Gnom. Verdammtes. Okay. Es ist so, dass diese Fool. Or it just so happens, those fool wizards left a whole collection of magical books down here. Ja, es sieht so aus, als ob diese Narren von Magiern eine komplette Kollektion von magischen Büchern da unten gelassen haben. Ich weiß nicht wieso. Ich wette darauf, sie haben es einfach vergessen. Ja, überlass es einfach diesen Magiern. Ich habe sie noch nie gesehen, aber mein Großvater hat es getan. Er hat gesagt, es waren große Bücher, alle in Runen eingeschlossen, übersät. Diese Art von Dingern, welche Magier normalerweise auf ihren Roben und so weiter tragen. So wie dieser eine Magier, der vor einem Monat gekommen ist, Eltora. Sie hat gesagt, sagte sie, war ihr Name. Von Port Last. Ziemlich verzweifelt daran, die Bücher zu finden. Ich hab ihr nichts erzählt. Wie immer, ich denke, dass die Bücher. Imagine them books is connected to whatever strangeness is going down there. Ich denke, dass die Bücher mit all dem zusammenhängen, was da unten vor sich geht. Es ist mir egal, ich. Just take things as they come. Ich nehme einfach die Sachen, wie sie kommen. Wie wär's, wenn du mir den Schlüssel gibst und ich gehe da runter? Und dich die Grabstätte plündern lassen? Nicht für weniger als 200 Goldstücke auf jeden Fall. Ich will mal speichern, weil ich will probieren, mit denen anzulügen, ob es funktioniert. Hast du mich nicht gerade eben gefragt, was die Arkane Bruderschaft ist? Ja, aber wir nennen es nicht mehr Arkane Bruderschaft. Verdammt. Und hier habe ich gedacht, dass es. Ja, bin ich etwa hinter die Zeit wiedergekommen? Wie nennen sie es denn jetzt? Die Mary Castles von, Ma von Magic wieder? Ah, ganz egal. Ich denke, du hast hier. Ja, ich denke, du hast ein paar mehr Tote, die du hier noch runtersetzen musst. Na dann, mit all den Zombies, die hier durch die Gegend laufen, wird hier genug Platz sein. Hier, nimm den Schlüssel und geh. Cool, okay. Ich habe den Schlüssel bekommen, meine Lüge war erfolgreich, auch wenn ich nochmal lügen musste. Hauptsache, ich zahle hier keine 200 Goldstücke, nur dass ich da rein kann. Ich kann auch einfach die Tür kaputt kloppen. Oder die Zombies kloppen die Tür kaputt. Attack of Opportunity. Okay, der war schon tot. Eigentlich wollte ich hier auch gar nicht hin, weil ich einen Werwolf und keine Zombies. So, auf jeden Fall die einmal draufkloppen. Also wie schon gesagt, Zombies wollte ich jetzt eigentlich keine töten. Hier ist eine ganze Menge. Okay, ich sollte glaube ich wieder weiterhelfen.
Rage of the Tiger, unleash! Das sind noch mehr. Wo kommen die denn alle raus? Das ist der Wahnsinn. The Rage of the Red Tiger unleashed! So, Barrage Nummer 1. Barrage Nummer 2. Und noch mehr Zombies. Okay, waren das jetzt alle? Meine Güte, waren das jetzt alle? I shall do as you ask. Okay, bei der Statue 17 Goldstücke ist in Ordnung. Sarg kaputt machen ist vielleicht nicht die beste Idee. Ich bin zwar nicht abergläubisch oder so, aber ist vielleicht doch ein bisschen unhöflich. Ja, oder meinen die nicht? Egal, jetzt ist er schon kaputt. Jetzt gibt es da auch nicht mehr viel zu tun. Noch mehr Grabsteine, noch eine Leiche. Moment, hier liegt eine Leiche, aber die steht nicht von selbst auf. Okay. Von mir aus habe ich kein Problem mit. Steht sie halt nicht von alleine auf. Vinny, du kommst jetzt aber mit. Da drauf steht, ist mir eigentlich recht egal. Wahrscheinlich einfach nur, dass da vorne ein Friedhof ist. So. Wo geht's denn jetzt noch hin? Da ist eine Höhle. Da könnte ich vielleicht zur Karafis finden. Bin ich mir aber nicht sicher. Vielleicht, vielleicht nicht. Schauen wir mal. Die Typen sind nicht wieder aufgetaucht. Eine Sache. Ist immerhin eine Sache. So. Oh. Ich glaube, ich habe einen gefunden. Taste my savage fury! Bolzen in der Brust drin gehabt. Und da geht's nach Luskan. Da Luskan. Ich möchte aber das hier aufsammeln. Nochmal 14 Goldstücke. Finde ich gut. Ich will einfach nur nicht sterben, weil Erfahrungspunkte jetzt im Moment echt wichtig sind. Ich meine 52.000, noch 3.000 und ich hab's. Deswegen will ich jetzt diese Werwolf-Quest zu Ende machen. Da kann ich nicht drüber laufen, ist zu tief. Okay, also wird er wahrscheinlich dort sein, weil eine andere Höhle gibt es jetzt nicht. Oder finde ich hier jetzt noch was? Nur hier finde ich nichts mehr. Dann weiß ich ja, wo ich lang muss. Kann ich da drüber? Jawohl, kann ich. Also muss ich hier hoch. Und hier den Werwolf suchen. Ich meine, die Höhle habe ich ja. Gab es auch ein paar Wölfe außen. Also schon ziemlich nah dran, dass da oben ein Werwolf sein könnte. Die Wölfe sind hier auf jeden Fall. So. Ich würde mich eigentlich auch gerne ausruhen. Kann ich nicht. So. Kampfmelodie zu Ende. Gegner in der Nähe, ich kann mich nicht ausruhen. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und tschüss.